Herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube und heute erzähle ich euch, wie ihr auch ein Rennfahrer werden könnt. Heute bin ich hier bei meiner Rosberg Racing Academy in Italien und ich wollte eigentlich gerade sagen, ich muss erstmal schauen, wo die sind, aber ich habe sie schon gefunden. Sie sind nämlich genau hier. Da sind wir. Buongiorno. Alles Italiener natürlich. Da sind die Gokarts. Echt mega, es macht immer schön Spaß mit den Jungs hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Wichtig ist, die Unterstützung erstmal zu bekommen, entweder von den Eltern oder vom Onkel oder irgend sowas oder einem guten Freund, der dich dann mit zur Rennstrecke nimmt, zum Go-Kart-Strecke, dir einen Go-Kart kauft und dass du erstmal fahren kannst, weil man muss erstmal reinkommen und erstmal lernen, wie das so alles funktioniert. Das ist so schön zu sehen, den Team Spirit. Also der Kimi ist im Junior bei uns und der Taylor ist bei den Älteren. Und Kimi, sein Rennen ist erst in einer Stunde und so und der hilft dem Taylor gerade vorzubereiten und so hier auf der Startaufstellung, also echt schön. Dann kommt halt leider der Part, du musst halt auch Talent haben, ist ja klar. Und diese ganzen lokalen Rennen anfangen zu gewinnen, bis hin zur nationalen Meisterschaft dann, das geht eigentlich alles mit einem Kart, mit dem Onkel, der dann Mechaniker ist oder so. Und das kann man relativ billig dann auch gestalten. Der nächste Schritt, der wird dann schwieriger. Dritter Schritt, wenn du in Deutschland oder so national gewonnen hast, dann muss man nach Italien kommen, weil die Welt des Go-Karts ist hier in Italien. Problem ist, diese 12-13-Jährigen, die zahlen 200.000 Euro im Jahr Budget hier, um das zu machen. Verrückt, aber es gibt Hoffnung. Zum Beispiel Ravenol, Hauptsponsor von meinem Team, auch finanziell Unterstützung. Dadurch kann man in meinem Team viel billiger fahren. Oder auch die Formel 1 Teams, die haben ja überall Scouts. Und einer, der ist 12, der ist schon Mercedes Formel 1 Team Fahrer. Und Mercedes Formel 1 zahlt für seinen ganzen Rennsport. Ich will nicht sagen, wer es ist, um nicht den Druck zu erhöhen. Oh Mann, das war jetzt gerade nicht so gut. Kimi ist nur Vierter nach dem Start. Aber der holt das dann schon noch auf. Oh, der ist abgeflogen fast. Ein Typ, der ist gerade die ganzen ersten Kurven außen gefahren und ist dann trotzdem noch als Zweiter da irgendwo rausgekommen. Und da hatte ich so ein Flashback, weil mir ist es auch mal passiert, dass ich dann in der ersten Kurve einfach außen und kerzengerade rausgeflogen bin in die Reifenstapel und das ganze Wochenende ist dann hin. Also hatte ich so ein bisschen Flashback gerade, nicht so gut damals. Hallo. How's it going? Good. Tutto bene? Sì. Alla grande? Sì. Forte? Sì. Sì. Spingiamo? Sì. Sì. Witzig, die Jungs, die sind so 9 Jahre alt, ja, voll die Profis schon. Und man sieht auch dann schon bei einigen so den richtigen It-Faktor. Also der eine, der kam gerade zu mir, hey Nico, ich führe die Meisterschaft an, läuft richtig cool, freue mich, dass du da bist. Also ich habe mich nicht getraut damals zu irgendeinem Formel-1-Fahrer hinzugehen, wenn der mal beim Go-Kart-Rennen gewesen wäre. So the coolest thing, we've got Steve McQueen in our team as well, right? Yeah. Can you turn around just quickly? Go. Steve McQueen in person. Das ist hier so die Schedule. Bitte, Juju, wie heißt Schedule auf Deutsch? Plan. Der Plan? Wochenendplan. Der Plan. Und hier sind halt so viele Fahrer, also hunderte von Fahrern. Und deswegen muss man das immer in so Gruppen einteilen. Und dann gibt es so Vorläufe, Läufe, Semifinals und so weiter. Das hört gar nicht mehr auf. Aber für uns natürlich cool, weil dann gibt es viel Rennsport heute. Das macht Spaß. Und es sieht auch top aus, weil beide führen gerade die Meisterschaft hier. Und es gibt 3 Läufe in der Meisterschaft. Jetzt sind wir hier beim zweiten Lauf. Sie haben den ersten Lauf haben sie beide gewonnen. Einmal im Junior, einmal im Senior. Und jetzt geht es gleich los. Nächste Rennen aus dem Weg, bitte. Jetzt ist hier gerade Rennstart da hinten und das ist so sauschwierig, weil wie ihr sehen könnt, die Strecke ist noch nass und die fahren jetzt alle mit den Trockenreifen los hier. Also das wird sau schwierig. Da würde ich jetzt nicht unbedingt tauschen mit denen. Thank you.
erklären, Juju war sauer, weil ich nicht erklärt habe, für alle von euch, die über 14 Jahre alt sind, wie schafft ihr es, Rennfahrer zu werden? Also, da ist die Option, man kann für 30.000, 40.000 so ein BMW 3-Serie oder sowas, 3er BMW kaufen und der ein bisschen getuned und dann mit Slicks drauf und so und dann gibt es so Club Racing. Also Club Racing ist so, was ist Club Racing? Local Just For Fun Rennen, aber schon mit Niveau, klar, und professionell. Und wenn man die dann gewinnt, dann kann man vielleicht in so diese Polo Cup. Ja, also Polo Cup ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den Polo Cup noch gibt, aber den gab es früher. Und das ist relativ billig dann. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dann der jetzt in der DTM bei meinem Vater fährt, der René Rast, der jetzt DTM-Meister ist, schon zweimal, also ein Gigant, ich glaube, der ist auch diesen Weg gegangen. Mindestens im Porsche Cup, aber ich glaube auch im Polo Cup vorher. Und hat dann da gewonnen und ist immer einen Schritt weiter. Und das ist halt eine Möglichkeit, um dann Rennfahrer wirklich zu werden. Man muss halt immer dann auch immer alles gewinnen, das ist klar. Aber das ist eine Möglichkeit. Formel 1 ist dann nicht möglich. Aber man kann sich dann hocharbeiten. Also, gibst du Gast jetzt an, oder? Ja, klar. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.